So. Das Beat It. Beat It. Beat It. Oh Junge, macht einfach den Moonwalk. Wenn er drüber pustet, dann staubt. Beruhig dich, was mit dir, Alter? Was ziehst du mit einer Waffe auf mich? Das stimmt mit dir nicht, Alter. Ja. Was fahrt ihr wie Verrückten hier einfach ja, rum? Ja, der Kollege hat gerade einen Kollegen umgefahren. Bei euch läuft's ja wieder richtig, Alter. Herr, aber was macht der hier? Ich gehe auf Nummer sicher. Besser ist. Hey, du Fettsack. Was? Hast du gerade Fettsack zu mir gesagt? Ich wollte da hoch. Was ist passiert? Oh. Hello there. Ja, klar. Hä? Na, Cody, alles Cody? Okay? Ja, gerne. Tschüss. Schönen Abend noch, Cody. Ja, wir werden uns aber telefonisch. Was so? Das ist nicht passiert gerade. Viel Erfolg hier. Au! Fahr mal zurück, ich glaube, wir haben da gerade was überfahren. Ja. Ja, okay. Lass mal nicht drüber reden. Oh Mann. Oh Scheiße. Oh nein, da ist auch noch Foto. Oh Gott. Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Gulda und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Richten Sie hierzu Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf Ihre Flugbegleiter. Im Falle eines Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabine. In diesem Fall ziehen Sie bitte eine der Masken zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach assistieren Sie bitte mitreisenden Kindern und Griffin. Unter jedem Sitz befindet sich eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Besatzung ziehen Sie diese Schwimmweste über den Kopf. Haken Sie die Gurte wie vorgeführt ein. Ziehen Sie dann die Gurte straff. Unmittelbar nach Verlassen des Luftfahrzeugs ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie die roten Mundschläuche. Vor Ihnen finden Sie eine Sicherheitskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Bitte prägen Sie sich ganz genau die Lage der Notausgänge ein, die alle mit dem Wort Exit oder Ausgang gekennzeichnet. Meine Damen und Herren, auf allen unseren Flügen herrscht Rauchverbot. Bitte unterlassen Sie auch das Rauchen in den Waschräumen. Bitte bringen Sie zum Start Ihren Sitz in eine aufrechte Position und klappen Sie alle Tische vor Ihnen hoch. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an unsere Flugbegleiter Adrian Hunter wenden. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Vielen Dank. Park in der Abhandlung war schon ein bisschen. Oh, Griffin, kannst du damit bitte einmal aufhören? Danke. Oder lass mich kurz aussteigen zum Telefonieren. Das macht mich kirre. Für 1 ist 10-7. Check, dann die Streife 3. Was zum Teufel habt ihr getan? Ich bin genervt gerade. Willst du mich nicht sehen? Weil ihr nur rumfahrt gerade, oder wie? Ja, wieso? Hä? Was machen wir dann denn? Mimi! X49, Bulke! Okay. Dann schönen Feierabend. Schönen Feierabend, bis morgen. Okay. Alles okay? Oma, du dumme Sau. Könnt ihr die Autos hier vorne irgendwie vielleicht wegpacken? Die hier? Ja, können wir machen. Weil sonst wäre es ein bisschen schwer für uns. Ja, ja. Wir probieren's. Anderen sind von außerhalb der Stadt. Eieiei. Scheiße. Nicht sein Ernst. Vor Auffahrt und Vollmond des Verspricht mal Hilfe. Okay. Nächster. Ach du Scheiße. Kannst du mich nächstes Mal bitte rauslassen? Wollte ich schon immer mal machen. Was denn da? Ich hab die Hände hoch, Digga.
versuch's, Alter, ich versuch's. Boah, stell lieber hier mal weg. Ganz schnell weg hier. Ganz schnell. Ich sag mal so, eigentlich. Ja, Achtung! Nicht getroffen. Das. Ich kann dich ficken, weißt du ehrlich, ne? Hallo? Hä? Nick? Hendrik, hast du einen Schwächeanfall oder? Nein, was ist los? Schwächeanfall oder was? Dann hast du natürlich wieder voll aufgenommen, ne? Dort ab in Richtung Westen am Kleidungsladen. Hier ist Mimi weiter in Richtung Westen unterwegs. Das kriegt man raus, Kollege. Oder in der Nähe davon sind. Der fand ich ganz geil, aber da hinten am Rücken. Oh! Dennis, kannst du mal kurz vom Stuhl aufstehen und dich wieder hinsetzen? Ja. Ach du Scheiße! Aua! Hier perfekt. Hey, what happened? Geht's dir gut? Du Scheiße. Also für mich hat das impliziert, der Typ will kein Interview mit dir führen, also hast du gleich Zeit. Ted Bernardi, wo bist du? Ja, ich komme sofort. Wir können ruhig schon anfangen. Muss mal durchfunken, da sind hier gerade drei halbnackte Frauen. Hier sind drei nackte Frauen. Oh Gott. Wir wollen auch nicht bewerben als Reporterin. Ich komme, Frau Benz ist super leid. Ich geil mich. Ja, ich bin nach der Arbeit bin ich im Bett. Okay. Ja, okay. Verkackt, Bernardi, verkackt. Ja, ich mach morgen. Nee. Der Typ ist Wahnsinn. Oh, wie das Teil fällt auch noch. Uiuiuiui. Die kommt der Nacht. Was? Ich komme. Hat er dieses weiße die Täschchen komisch absichtlich? Ja, bin ich dabei! Wieder als der Ehemann, der zufällig nach Hause kommt, oder? Die sagen ja, gerade, die wollen das nur mit einem Superstar drehen. Eine Französin, eine russische Dame und eine schwedische. Ich wollte mich beeilen. Ich bin ja schon da. Ich will das Film wieder hier reingespielt. Wie, wo sind die denn? Die haben mich verarscht, die Wichser. Die Wichser. Es ist ja noch nicht mal der Dings da. Ja, null. Wir haben schon die Pressekonferenz gehabt. Was sollen die Scheiße? Da hol ich mir jetzt mein Boxer-Outfit. Wo ist Kalle? Was war das? Der wird von Pakistan. Guck mal das. Das ist scheiße. Nein, nein, nein.